Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir waren im Quest die Neumondbelagerung. Hatte ich gewechselt. Wir waren erst im Bolgernfluch, jetzt Neumondbelagerung, damit wir das hier gleich in der Höhle erledigt haben. Und ja, brauche ich ja nicht alles nochmal vorlesen. Wir sollten jedenfalls seinen Rucksack suchen für sein Heilmittel, bla bla blups. Und das sollte der jetzt sein. Ich habe ihn gefunden und sehr schwer zu bannen, aber wir werden es versuchen müssen. Ja, ja. Das wird prima. Das war schon mal nichts. Komm schon. Ja. Ich habe einen Fluch bekommen. Macht nichts. Hä, mit dem Zeug? Ist das denn jetzt dabei? Meisterhafter Heiltrank? Ja, ne? Aber ich nehme das einfach mal alles. Denn erst jetzt können wir wahrscheinlich mit ihm auch schnacken. Ich habe hier die Typen besiegt. Mit Weichkrabbelpulver noch zurückgelassen. Das ist ja aber nicht so wichtig. Dass ich einen Fluch habe, schon eher. Aber das, glaube ich, können wir bei ihm wieder rückgängig machen. Endlich. Gebt ihn mir. Wenn ihr mich bis zum Ausgang begleitet, treffen wir uns im Neumondlager. Erstmal darfst du mich heilen. Mach mal hier Fluch weg. Danke. Und nee, das brauchst du nicht. Ciao. Wiedersehen. Bin ich auch immun gegen Flüche, weil ich so schlecht bin im Bann? Wobei ich sagen muss, die letzten Bandruhen, auch die schweren, habe ich geschafft. Aber natürlich jetzt nicht mit euch gerade zusammen. Ja, ich darf ein bisschen experimentieren. Also vom Alchemie-Level bin ich, weiß nicht, bei 4 oder so. Also nicht super gut oder gar nicht, nicht mal mittelgut. Aber man kann durchaus schon hier so ein bisschen rumexperimentieren. Und dann kommt zum Beispiel irgend so ein Trank dabei raus. Und ich finde das irgendwie so, naja. Weil bei mir kommen immer nur irgendwelche doofen Experimente bei raus. Und das finde ich doof. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Schicksalstrank. Ja, komm, das machen wir. Information zur Rezeptur. Ein Trank, der einen augenblicklich mit Schicksalsenergie füllt, kann am Labortisch mit den folgenden Reagenzien gemischt werden. Essenz des Schicksals. Ja, dann mach das doch mal. Und warum kann ich das nicht machen? Bin ich da? Ach so, weil ich kein Meister bin. Okay. Das kann ich ja noch werden vielleicht. Auch wenn ich nicht mehr so viele Plätze frei habe, Level-Dinger frei habe, so von dem, ich glaube, das Maximallevel war 42 oder weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken, wie weit das überhaupt noch geht und ob ich es bis zum Levelende schaffe, wenn ich die letzten Parts hier aufnehme. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie viele das werden. Also ich werde auf jeden Fall einfach jetzt die Nebenquests abklappern und einfach gucken, was es noch halt zu tun gibt. Ja, ich habe kaum den Trank gebracht, den er zu seiner Heilung benötigt. Sollte ich ihn zum Ausgang geleiten, damit er sich zum Neumondlager durchschlagen kann. Kann ich dann auch nebenbei schon mal das hier wieder anmachen? Ja, bestimmt. Ne? Dann komm mal mit, du Kolmi. Komm mit, komm mit. Was ist hier? Achso. Zum Glück ja, hat ja. Nochmals vielen Dank. Komm, komm jetzt. Die Typen haben wir ja auch schon erledigt, von daher passt schon, passt schon, passt schon. Hier dürften jetzt eigentlich nicht mehr wirklich welche groß kommen und wenn doch, dann schaffen wir die mit links. Hoffentlich ist er aber nicht so einer, der mich jetzt am Ende irgendwie fertig macht. Danke für eure Hilfe. Mir erschrocken. Ich habe meine Gründe zu kämpfen. Sagen wir einfach, dass die Sieger dieses Krieges aus einer unanfechtbaren Position heraus regieren werden. Die Dokalfa sind bereit, über diese Länder zu herrschen. Und wenn niemand aufpasst, werden sie sie übernehmen. Mhm. Wiedersehen. So, wir gehen auch wieder zurück. Dann haben wir das ja gemacht. Schnappen wir uns doch mal hier den anderen, aus dem anderen Quest, den wir noch finden sollten, den Tuatha-Typen. Denn die lassen es ja einfach nicht sein. Kann man da nicht mal irgendwie schneller hinreisen? Das wäre total toll. Vielleicht von hier einfach querfeldein mehr so. Mal gucken. Vielleicht geht das ja schneller. Oh, hier sind aber viele Gegner. Aber vielleicht ist das trotzdem der schnellere Weg. Ja, jetzt kommt alle. Ach, kommt, Leute. Das
immer wieder probieren müssen. Die werden es nie lernen. Wo sind... Sind wir jetzt hier falsch oder bin ich richtig? Warum kommen die denn jetzt... Ach, Leute. Habt ihr es dann? Ich muss mir mal in Ruhe überlegen, hier, wo ich lang soll. Das ist viel wichtiger. Wenn ich jetzt hier weiter lang laufe, geht das dann? Ich hoffe es. Hi. Oder bin ich dann falsch? Ich glaube, dann bin ich falsch. Oh, Manu. Aber wenn ich jetzt wieder auf die Karte gehe, muss ich wieder bei Null anfangen. Ich muss endlich mal den Weg finden. Was ist das eigentlich für eine Truhe? Darf ich da einfach mal so ran? Ja, ne? Habt ihr doch nichts gegen, ne? Ja, schön. Ich habe noch einen Dietrich. Das muss jetzt klappen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ich bin mir immer nicht so sicher, ob wir wirklich so voll die geilen Sachen noch finden werden. Außer Set-Teile natürlich. Apropos, ich trage übrigens gerade ein Teil. Und zwar dieses Magnons-Rüstung. Das habe ich mir mal einfach angezogen. Ja. Sieht zwar jetzt nicht mehr so elfisch aus irgendwie, aber ist ja erstmal egal. Mein Plan ist auch immer noch, mit meiner Macht weiter aufzusteigen und es vielleicht doch noch zu schaffen, mal die ganze tolle Ausrüstung anziehen zu können. Hallo. Okay. Tuata, Krieger, immer noch. Immer wieder. Sie lassen es einfach nicht sein. Jaha. Ihr seid die Tuata-Helden, wir wissen's. Soll das doch hier unten sein? Ja, ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Vielleicht komme ich ja... Oder hier doch eher den Hügel hoch... Wo denn lang? Oben, unten, wo lang? Wo darf's denn sein? Hier oben bestimmt. So, haben wir es? Ich glaube, wir haben es. So, ein bisschen Kohle nehmen wir immer mit. Ah, hier steckst du. Steckst du hier? Hier steckst du. Hier! Sehe leider nichts. Wunderbar. Zurück zum Knappen des Stolzes. Okay, haben wir es dann endlich, ja? Mann, 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 Mann. Überall die Tuata-Schweine. Ach, ja. Und wir sind echt super stark geworden. Das ist schon echt cool. Cool und leicht. Wenn ich so an damals denke, dann... Das ist schon echt cool. Und ich nehme mal an, der Weg zu laufen ist mal wieder ein bisschen weiter.
Hatte ich schon durchforstet. Warte mal, machen wir das mal per Schnellreise wieder. Wo sollen wir hin? Ah, hier hin. Neumondlager, alles klar. Ich glaube, da wollte ich sowieso noch mal hin. Ich glaube, da sind noch ein paar Nebenquests. Oder? Nee. Hey. Ihr seid zurück. Kein Bolgan ist hart genug, um es mit der Heldin aufzunehmen. Genau, stimmt's? Die Bolgan-Meister sind tot. Ach, danke, Sterbliche. Dank euch ist Hochfulgen nun ein wenig sicherer. Sag mal was über Zydan oder Kydan, meine ich. Prinz Kydan ist ein Feier, der die Traditionen ehrt. Er würde niemals die Hand gegen den Hochkönig erheben, ebenso wenig wie er jedes Knie vor den Tuatha beugen würde. Ich glaube, der ist jetzt tot, dank uns, oder? War das nicht so? Ich wurde ins Neumondlager entsandt, um bei der Einschätzung der Lage zu helfen. Dabei steht so viel mehr auf dem Spiel. Aber bevor ich mich wieder wichtigeren Dingen zuwenden kann, muss ich diese niederen Aufgaben erledigen. Oder jemanden finden, der sie für mich erledigt. Okay, sag mal was über Gard Flo, der übrigens tot ist, was du wahrscheinlich nicht weißt. Selbst die Weisesten unter uns wissen nicht, wie Gard Flo eine derartige Macht erlangen konnte. Am Hof des Winters war er kaum mehr als ein Narr. Aber er sagte, er habe die Stimme Tirnochs gefunden und sie habe ihn zur Macht geführt. Er hat offenbar die Wahrheit gesagt. Ob er das jetzt doch weiß, dass wir das jetzt schon, also dass das schon hinter uns liegt mit dem Krieg und so? So wie die Feien über den Sterblichen stehen, so herrscht das Haus des Stolzes über die anderen Feien. Wir teilen unsere Weisheit, unsere Gnade und unsere Bescheidenheit mit ihnen. Okay, cool. Haben wir das geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann, ja, bin dabei. Oh, was will sie? Hallo? Kolm ist zurück? Eine großartige Neuigkeit! Ein Heiler versorgt unsere Wunden, aber wir brauchen auch unsere Waffenschmiedin. Ihr würdet uns wohl nicht noch Doch, einmal klar, helfen? Ich suche die Waffenschmiedin. Anella ist neugierig, ungestüm und voller wilder Ideen. Besser für die Scholia Arcana geeignet als für die Armee. Sie hat viel über die Flüsterhöhlen geredet, also würde ich dort Da waren wir doch Suche gerade beginnen. Erst. Wo ist die Waffenschmiedin? Mitten in diesem ganzen Tumult geht diese Närrin auf eine Expedition in die Flüsterhöhlen. Okay, alles klar. Ja, damit hatten wir dann wohl den anderen Quest auch noch gleich gelöst. Dann müssen wir das jetzt natürlich auch nochmal eben machen. Ach je, ach je, ach je. Ja, dann dürfen wir jetzt nochmal echt in diese dusseligen Flüsterhöhlen gehen. Ich glaub's ja wohl nicht. Oder das sind die anderen und die daneben. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt nochmal rein. Und suchen auch noch die dusselige Waffenschmiedin, weil die laufen ja hier immer durch die Gegend und kommen dann nie wieder zurück ohne uns. Das geht ja nicht, denen müssen wir helfen. Alles klar. Damit hätte sich das dann auch nochmal erledigt. Wir gehen hier runter. Hui! Jupp. Kurz und schmerzlos holen wir die ab. Was haben wir hier? Oh, Dietriche. Ja, bitte, her mit den Dietrichen. Doch, das kriegen wir hin. Doch, das kriegen wir hin. Konsumgut, da nehmen wir doch irgendwas. Genau. Das da. So. Wie, das geht immer noch nicht? Warum denn nicht? Können wir hier irgendwas wegpacken? Das zum Beispiel? Ja. So, da bist du. Hier im Käfig. Raus. Du bist frei. Komm raus. Du darfst ruhig rauskommen. Zu dumm.
Ich hatte mich darauf verlassen, dass die Tuatha-Wache mich zu dem Stab führen, sobald ich hier raus bin. Jetzt muss ich das Zauberbuch zu Rate ziehen und meine Schritte zurückverfolgen. Danke für nichts. Seid willkommen. Sehr witzig. Was macht ihr überhaupt? Ah, ich verstehe. Der Hauptmann schickt euch, nicht wahr? Geht zurück und richtet ihr aus, dass ich ohne Arbas Atem hier nicht weggehe. Was Hauptmann Kanwin? Sie will nur ihre Waffenschmiedin zurück. Dem Hauptmann ist nicht klar, dass ich mich nicht verpflichtet habe, um Schwerter zu schärfen, sondern um hierher zu kommen. Was ist Arbas Atem? Ein Stab, den der brillante Dokalfa-Magier Arba angefertigt hat. Laut seinen Aufzeichnungen hat er ihn mit großer Beschwörungsmacht und Prismären ausgestattet. Gemeinsam werden wir ihn finden. Kommt, ich zeige es euch. Wo ist der Stab? Da vorne. Ich hatte ihn schon fast gefunden, als ihr hereingestürmt kamt und die Tuatha-Wachen getötet habt. Ist doch gut, kannst du ja mal bedanken, Anella Saft. Frau Saft, erzähl mal, wer du bist. Ich widme mein ganzes Leben nur einem Ziel. Die bedeutendste Beschwörerin seit Arba zu werden. Wissen ist die einzige Möglichkeit, wie wir Dokalfa den Menschen auch weiterhin einen Schritt vorausbleiben können. Niemand kam ihm gleich, weder im Leben noch im Tod. Seine Macht war so gewaltig, dass ihn sogar die Götter fürchteten. Sein Stab wird mich zu seiner rechtmäßigen Erbin machen. Zur obersten Beschwörerin. Okay, gut. Kannst du meine Sachen reparieren? Das wäre natürlich auch total schnieke. Hier, hau das mal alles durch. Ach, mehr geht nicht wegen Kohle. Na gut, passt schon. Ist aber toll, dass du das kannst. Dann wollen wir mal, ne? Sag mal, wo lang? Muss ich dich jetzt führen oder machst du das? Ja, das machst du, das ist ja super. Dann, ich komm mit, ne? Du gehst bestimmt jetzt nach links. Ja, war klar. Damit ich mich wieder um die Deppen kümmern kann. So. Das nehme ich mir auch noch mal mit. Dietriche, sehr schön. Immer her mit den Dietrichen. Was ist? So, ich habe das Ding genommen und nee, aufheben. Ah, da ist der komische. Wie? Muss das doch erstmal hier. Ich muss doch den Stab erstmal nehmen. Anella beschützen. Ich glaube, das habe ich schon. Und nun? Gibst du ihn ihr? Ich muss euch wohl danken, dass ihr den Stab von den Tuatha zurückgeholt habt. Es ist sinnlos, wenn ihr ihn behaltet. Er funktioniert nur bei jemandem wie mir, der sein Flüstern versteht. Begleitet mich bis zum Ausgang, wo es sicher ist. Und gebt mir den Stab dort. Okay. Gut. Mittlerweile kann ich wahrscheinlich... Nee, kann ich nicht. Nichts reparieren? Oh, schade. Nicht genug Geld. Na gut, dann gehen wir wieder. Haben wir die Höhle noch ein bisschen kennengelernt zusammen. Was ist? Lass mich das mal machen hier. Hier haben wir noch was. Aber es ist auch alles voll. Okay. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie jetzt schon automatisch rausgerannt? Ich dachte, sie bleibt jetzt bei mir hier irgendwie. Was haben wir hier? Nee, möchte ich... Was war das für eine Kapuze?
Fruchtschuppen? Furchtschuppen. Eine Furchtschuppenkapuze. Alles klar. Ach, da bist du ja. Du bist ja doch noch da. Guck, hier habe ich auch noch was gefunden. Achso, das hatten wir auch schon. Ja, warte, warte. Lass mich mal, komm, ich komm mal. Wie kommen wir denn da jetzt wieder hin? Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Madame. Genau, du kommst ja hinterher, das ist schön. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht... Kommen wir hier... Nee. Nicht wieder an derselben doofen Stelle. Ja, ich versuche den Weg zu finden. Ich bin da nicht so gut drin. Ich kann zwar ganz gut kämpfen hier gerade, aber... Weg finden und so... Könntest mir auch mal helfen. Oh, wir haben... Was haben wir hier noch? Oh nein, schwer. Dann sind unsere fünf Dietriche wieder weg. Nein. Nein. Ja. Ja. Hurra. Schon wieder Furchtschuppen... Die Furchtschuppendinger halt. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich Schönes? Gab ein paar Sachen, die ich auch behalten wollte eigentlich. Die Gewitterdinger will ich aber die Gewitterdinger haben? Nein, ich will die Gewitterdinger eigentlich nicht haben. Und brauchen wir dieses Schild hier, was wir haben? +2, +3 auf Zauberfähigkeiten, aha. Aha. Ja, das benutzen wir jetzt gerade, dieses Schild hier. Vergeltung. Die Ritter eines rivalisierenden Lords töteten Valias Vater in seinem Bett. Nackt bis auf diesen Schild und das Schwert ihres Vaters tötete sie die falschen Ritter und den verräterischen Lord. Und dieses Nacktschwert benutzen, Schild benutzen wir gerade im Moment. Nur, dass ihr es wisst. Haus der Balladenschild, das habe ich auch noch. Das will ich eigentlich auch ungern wegschmeißen. Das packe ich in meine Truhe zu Hause und es wird dafür immer bleiben, weil wir sind ja die Heldin von Messenger und so. Und was haben wir jetzt hier an komischen Waffen, die wir nicht brauchen? Zum Beispiel brauchen wir... Ach ja, den brauchen wir schon. Den muss ich behalten, weil den will sie wieder haben. Dabei ist der gar nicht so toll. Ein Stab, den die Dokkalfa-Magier an Arba gefertigt hatte. Der Legende nach besitzt er große Beschwörungskräfte und kann nur von jemandem geführt werden, der sein Flüstern hört. Okay. Ich verstehe. Na gut. Dann nehmen wir mal die hier. Können wir vielleicht hier nochmal die austauschen? Ach ja, wir brauchen doch jetzt nicht mehr alles. Wir sind gut genug geworden. Jetzt müssen wir auch nicht mehr immer auf alles achten. Die sind gut. Die sind auch gut. Welche sind besser? 64, 70, 18. Die packe ich mal weg. So, ich mache das zwar immer nicht gerne hier. Aber was Mut, dat Mut. Schattenprisma. Nee, die brauche ich nicht. So, dann wollen wir mal... Ich nehme dann jetzt mal den Stab. Hä? Es ist nur gerecht. Falls Hauptmann Kanven euch wirklich geschickt hat, um mich zu finden, dann ist es auch Teil der Abmachung, dass ich Arbas Atem erhalte. Kehren wir nun zum Neumondlager zurück. Wir sehen uns dort. Ja. Das sagtest du ja bereits. Nein. Kommen die denn jetzt noch her? Ach, Leute. Du bist jetzt nicht tot, oder? Uschi, du bist jetzt nicht tot, oder? Bist du noch da? Bist du noch da? Die sind doof, die sind doof, die sind doof. Skelette, Skelette, Skelette. Ich
habe nur dieses Stöhnen gehört und das fand ich... Da bist du, oh Gott sei Dank. Mann, mach mir doch nicht so eine Sorge jetzt hier. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier mal das nächste Mal raus und ja, wir sehen uns im nächsten Part und dann beenden wir das mal mit dem Stab hier und dann kommen wir raus hier und dann gucke ich mir die Truhe an und bla 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 bla. Nee, das mache ich. Sie läuft schon vor. Okay, na gut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bläh.